historischem Ort treffen wir uns vor knapp einem Jahr mit Helmut Kohl. Von Spendenaffären ist damals noch nicht die Rede. Es geht allein um Kohl und den Weg zur Einheit. Sie waren nun Kanzler und ein Thema hat Sie vorher auch sehr bewegt, die deutsche Einheit. In den 80er Jahren hat das Thema deutsche Einheit in der öffentlichen Diskussion ja eigentlich keine richtige Rolle mehr gespielt. Wie war denn aber jetzt Ihr wirkliches Empfinden damals? Haben Sie an die deutsche Einheit geglaubt? Die eigentliche Bewusstseinsveränderung fand in den 70er Jahren statt. Ich rede jetzt von Westdeutschland, also der alten Bundesrepublik. Und natürlich damit auch bei unseren Verbündeten, das muss man ganz klar sehen, im Westen. Es war so eine Grundstimmung, das ist geschehen, das ist entschieden. Und das ändert niemand mehr. Und in diese Erinnerung gehört für mich ein Gespräch im Kreml, als Antropow Generalsekretär geworden war, also nach Brezhnev, und Gorbiko noch da war als Außenminister. Und da saßen wir da in dem Tisch und dann hat der Antropow hat ruhig daneben gesessen und er hat so ein Papier gehabt, der die Brille so vorgeschoben hat, so drüber geguckt und dann mit tiefer Stimme seiner Wiener Ankläger, dann hat sich wäre ein Kriegstreiber gesagt und ich würde von deutscher Einheit reden und. Das war dann Mitte der 80er Jahre. Und daraufhin habe ich ihn nach einer Weile unterbrochen, habe ich gar nicht mit ihm weitergeredet, aber sagte der Generalsekretär zu Antropow, wenn jetzt hier nicht die Kathedrale stünde, könnten wir hier die Moskwa sehen. Und wenn jetzt da unten an der Moskwa eine Mauer wäre, wie in Berlin, und ihre Mutter und ihre Schwester würde auf der anderen Seite leben, und sie wollen dann drüber, sind sie dann ein Kriegstreiber. Und aber diese Grundhaltung, man soll jetzt, was geschaffen wurde, Ergebnis des Zweiten Weltkriegs, das war die Comico-Formel, das letzte Wort der Geschichte ist gesprochen. Ihr habt den Krieg begonnen, ihr habt die Nazi-Barbarei zu verantworten und das ist die Teilung, ist sozusagen das Ergebnis der Geschichte. Es ist die Quittung, das Ergebnis der Geschichte. Das war sehr weit verbreitet. Und es war ja auch bequem, machen wir uns da gar nichts vor. Ich bin der Letzte, der das jetzt auf die Nachbarn schiebt. Wenn ich es ungefähr so einschätze, wie ich es damals sah, vor allem auch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, und sie konstruieren mal eine Art deutsche Oberschicht der Politik, also Parteien, obere Ränge der Parteien, der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der Kirchen. Das war also nicht sehr ausgeprägt mehr. Da gab es eine Gruppe von Narren, so war ich einer der Anführer, die hießen aber, das ist alles unsinnig. Ich erinnere mich an eine Diskussion in der Akademie in München, wo von den verschiedenen Parteien Spitzenrepräsentanten waren. Damals war Roman Herzog noch Staatssekretär bei mir in Mainz, wo wir also sehr deprimiert waren, weil ich da in meinem Vortrag die Idee der deutschen Einheit vertreten habe und war da ein völliger Outsider. Und das waren viele intelligente Leute, übrigens auch Leute aus dem Unionsbereich. Das war also nicht parteipolitisch einseitig. Wir waren eben Gestrige. Konkret habe ich keinen Zweifel daran gehabt. Da habe ich nie einen Zweifel daran gehabt, dass die deutsche Einheit kommt. Ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass man diese Form von Teilung im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert durchhält. Im Sommer 1989 ändert sich ja die politische Landkarte Europas. Ungarn ist das eine Beispiel, Polen, Solidarność. Und in diesem Sommer kommt dann auch der Mann zu Besuch, den Sie 2,5 Jahre vorher mit Goebbels verglichen haben. Wie hat sich denn Ihre Sicht in der Zwischenzeit da geändert? Ich hatte ihn ja noch gesehen in der Zwischenzeit. Meine damalige Äußerung war schlicht eine Dummheit. Das war ein Interview, das runtergerotzt wurde, wie man es manchmal so macht. Vor allem dann, wenn man unter Stress steht. Und es ist auch nicht sorgfältig redigiert worden, dass mit ein bisschen Nachdenken hätte man das merken können. Ich habe mich auch bei ihm ausgesprochenermaßen entschuldigt, schon in Moskau, als ich ihn besuchte. Wissen Sie, zu dem Zeitpunkt, als dann Gorbatschow kam, da war schon sehr deutlich, dass es im Gebälk des Imperiums kräftig knistert.
Man merkte schon, dass er eine andere Politik macht, dass er mit Perestroika die kommunistische Partei modernisiert, wenn Sie wollen, zu einer Art wirklichen Volkspartei machen wollte, mit den entsprechenden Wirkungen auf die alten Traditionsländer, vor allem Polen und Ungarn zu nennen oder die Tschechen. Und wir waren zusammengekommen eigentlich, um einen Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion zu besprechen. Es war keine Rede von deutscher Einheit. Mhm. Also wie können wir nach den Moskauer Verträgen von 1970, die ja eine ganz andere Sinngebung hatte, jetzt zu einer Normalisierung zwischen Moskau und Bonn kommen. Wir nannten das in unseren Gesprächen einen großen Vertrag abschließen mit Jugendaustausch und so weiter und so fort. Und das war auch dann jene Nacht, als wir da unten auf der Mauer am Rhein saßen, die ja dann berühmt geworden ist, nur mit einem Dolmetscher. Unsere Frauen saßen oben auf der Veranda beim Bungalow, waren wir viele Stunden dort und haben also richtig erzählt, auch sehr viel Privates, wo wir herkommen, auch die Erfahrung von Krieg. Eine ganz wichtige Erfahrung von beiden. Sein Vater war schwer verwundet, der Bruder seiner Mutter war gefallen. Er hat ja noch deutsche Soldaten als Kind erlebt, das hat er vorher nie gesagt, das ist in der Nacht gesagt worden. Und dann haben wir über diesen Vertrag geredet und irgendwann habe ich gesagt, aber was immer ist, Herr Generalsekretär, wir können noch so einen guten Vertrag machen. Die Frage der deutschen Einheit steht zwischen uns. Wann immer sie sein wird, sie steht zwischen uns. Und dann habe ich dieses Zitat gesagt, das ist wie der Rhein, der fließt vorbei. Wenn Sie ihn stauen, geht er übers Ufer, zerschlägt das Ufer, aber dieses Wasser kommt ins Meer. Und wenn die Deutschen wollen, kommt die deutsche Einheit, wann immer das sein wird. Wie hat er denn darauf reagiert? Das war das erste Mal, dass er nicht widersprochen hat. Mhm. Und dann war, das war in einer ganz, war auch eine Sommernacht, eine ganz ungewöhnliche, wie es ja am Rheintal sein kann, beinahe subtropisches Klima. Und dann beim Raufgehen sagt er plötzlich, dass er enorme Versorgungsschwierigkeiten hat in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ob wir ihm helfen würden, ob ich ihm helfen würde. Und ich sagte dann, ja, selbstverständlich. Das ist unser Interesse. Wenn wir jetzt eine neue Beziehung eröffnen, ist unser Interesse. Und wenn es soweit wäre, wird er jemand schicken, ob ich einverstanden wäre, ja. Dann habe ich nicht mehr drüber geredet und Monate später, das war ja dann schon das neue Jahr, kam ja dann der Sendbote und dann haben wir ja praktisch die NATO-Reserve ausgeplündert mit Zucker und Fleisch und für über 200 Millionen Mark das Ganze. Das war mit die bestangelegte Investition der jüngeren deutschen Geschichte. Denn damit war für ihn klar, auf diese Leute kann man bauen. Aber in dem Besuch müssen Sie natürlich sehen, das war der Gorbatschow auf der absoluten Höhe der Macht. Mhm. Wo er auftrat, riefen die Leute im Chor Gorbi, Gorbi. Ich denke an die Besuche in großen Industriewerken an der Ruhr. Mhm. Das war eine ungeheure Popularitätswelle. Und es war für mich völlig klar, dass er wirklich ein neues Buch der Geschichte aufschlagen wollte oder auch aufgeschlagen hat. Und von dort aus muss man schon sagen, dieser Besuch ist natürlich in Washington mit Argusaugen betrachtet worden, in Paris und in London mit Argusaugen, anderswo auch. Aber natürlich auch in Ost-Berlin und in Prag, wo ja nun wirklich Stalinisten saßen. Und umgekehrt mit größter Sympathie in Budapest. Und nicht lange danach begannen ja dann die Gespräche im Hintergrund sozusagen und ohne jede Öffentlichkeit. Angesichts der miserablen wirtschaftlichen Lage sind wir in der gleichen Lage gewesen mit den Ungarn, dass wir dann beraten haben nach Hans-Dietrich Genscher über seine Möglichkeiten, diese Reformkommunisten zu unterstützen. Es war für mich eine absolut bizarre Situation, dass ich im Urlaub
damals am Wolfgangsee saß und über alle möglichen Kanäle mit Budapest Kontakt hatte. Und gleichzeitig haben einige meiner eigenen Partei sind durch die Bundesrepublik gerannt und haben einen Sturz auf dem Parteitag dann in Bremen, der ja ein paar Tage später war, betrieben. Und krank waren Sie noch dazu, ja, wenn ich mich erinnere. Ja, ganz, musste für 3 Tage ins Krankenhaus. Das war eine ganz elende Situation. Und was nun die Ungarn betrifft, als sie dann da waren, und wir haben das alles besprochen, haben wir uns auch nur angeguckt, dann sieht sich ganz schön nicht, ob das wirklich läuft. Und da war wiederum ein Telefonat mit dem Gorbatschow sehr nützlich, als wir dann so anfingen, intensiver zu reden, dass sie möglicherweise die Grenze aufmachen. Da telefonierte ich mit dem Ministerpräsident Nemeth von Ungarn und rein zufällig rief Gorbatschow, wir telefonieren sehr viel miteinander, das Verhältnis war schon auch sehr viel offener, an. Und dann sagte ich nur, ich hätte gerade mit Nemeth telefoniert und dann fragt er spontan, wie finden Sie den? Und das sage ich, das ist sehr beachtlich, was der macht. Und es ist sehr hilfreich und sehr sympathisch. Und ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Und dann habe ich zurückgefragt, wie finden Sie den? Und das war ein ganz wichtiger Auskunft. Dann sagt er, das sind gute Leute. Mhm. Punkt. Und dann, als das Telefonat vorbei war, habe ich meinen Leuten gesagt, der Nemeth und der Horn, das war der Außenminister, ja, die haben Rückendeckung. Denn es war ja nicht schwer denkbar, dass die zwei plötzlich dann die Grenze, was ein paar Tage später... Ohne dass die Sowjetunion dazwischen fährt. Und bei der massiven Pression, die Honecker und die Tschechen und andere gemacht haben. Sie haben sicherlich ja über diese ganzen Wochen und Monate anschließend mit Michail Gorbatschow öfter nochmal gesprochen, weil Sie sich ja viel getroffen haben. Haben Sie denn von ihm den Eindruck gehabt, dass er schon in der damaligen Situation, jetzt sagt er, er wollte eigentlich auch immer die Einheit, dass er das schon so gesehen hat, oder ist er doch letzten Endes ein Getriebener der Ereignisse gewesen? Ich meine schon beides. Man müsste dann natürlich jetzt versuchen, das abzustimmen auf den Kalender, das kann ich so nicht sagen. Aber ich sage mal zu diesem Zeitpunkt jetzt noch, als die Ungarn die Grenze öffneten. Da war er sich im Klaren darüber, dass er nicht interveniert. Ja. Und in dem Moment, wo klar war, dass er nicht interveniert, war auch klar, wie die Dinge laufen werden. Muss er sehen. Er hat schon als die Ungarn, die Vorgeschichte der Grenzöffnung bei den Ungarn war ja der interne Streit bei uns um die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja. Also die Frage, geben wir die Staatsbürgerschaft auf, wie die Sozialdemokraten und andere wollten, eine DDR- und eine BRD-Staatsbürgerschaft. Das war die Grundvoraussetzung für die Ungarn, dass es Deutsche sind mit einer Staatsbürgerschaft. Und Nemeth hat ja damals ganz hart Honecker gegenüber erklärt, das sind Deutsche. Und die ungarische kommunistische Partei hat nicht die Aufgabe, Deutsche daran zu hindern, nach Deutschland zu gehen. Das ist ein unglaubliches Zitat gewesen, mit unheimlichem Mut. Er hat mit Rückendeckung auch, aber es war ja nun... Es gab ja noch ganz andere Leute. Man darf ja nicht vergessen, auf der anderen Seite saß dieses schreckliche Ehepaar in Rumänien, der nun mit zum Schlimmsten gehört, was in diesem Jahrhundert für Politik verantwortlich war, die Ceausescus. Es waren die Hardliner noch in Warschau, zwar schon die Solidarność auf dem Vormarsch mit Masojewski, aber der Staatspräsident war ein Mann, der das Kriegsrecht eingesetzt hatte. Also das war schon eine ungeheure Leistung. Ja. Haben Sie denn, die Bilder haben wir ja alle noch im Kopf, wie die Deutschen über die ungarische Grenze stürmen. Als Sie diese Bilder gesehen haben, was ist denn da bei Ihnen vorgegangen? Haben Sie da gesagt, jetzt müssen wir uns vorbereiten auf etwas, was in Richtung deutsche Einheit geht? Ja, aber nicht mit einem Datum. Also das war nicht so, dass ich an dem Abend, als die Grenze geöffnet wurde, war das nicht so, dass ich geglaubt habe, nun in ein paar Wochen fällt hier die Mauer. Ja, gut. Mhm. Also es gibt zwar Leute, die behaupten das, aber das ist alles gelogen.
Ich habe keinen gekannt damals. Ich habe eigentlich nur Leute gekannt, die es genau im Gegenteil sagten. Das Klima war ein anderes geworden. Mhm. Und die Ungarn haben ja auch natürlich erkannt, dass wir nicht nur über Hilfe reden, sondern dass wir helfen. Und ich glaube, in diesen Monaten war es ganz entscheidend, dass wir Vertrauen gewonnen hatten. Konrad Adenauer hat immer zu uns Jungen gesagt, das Wichtigste ist, dass wir das Vertrauen, das die Nazis verspielt hatten, wiedergewinnen. Und das können sie nicht befehlen, sie können keinen Beschluss fassen, hiermit haben wir Vertrauen. Das sind eine Summe von vielen Kleinigkeiten, die da zusammenwirkt. Und das war dann in der entscheidenden Stunde unser Vorteil. Jetzt, wir jetzt als Bush und Gorbatschow jetzt hier zu den Veranstaltungen in Berlin war, ist das ja mit Händen zu greifen gewesen. Man hat plötzlich gesagt, was immer war, ich vertraue dem anderen, der zieht mich nicht über den Tisch. Und das war, wenn Sie so wollen, war wirklich ein Glücksfall. Dann der 9. November, der Tag, Sie sind zu einem ganz wichtigen Staatsbesuch in Warschau und erfahren dann von Herrn Ackermann aus Bonn, die Mauer ist gefallen. Wie haben Sie denn darauf reagiert? Meine erste Reaktion war sofort, stimmt das? Und dann haben sie aber just zum gleichen Zeitpunkt, habe ich gemerkt, die Polen auch gehabt. Haben aber nichts gesagt. Und dann war das ja bestätigt und daraufhin sind wir in einen veritablen Krach geraten. Erst sehr höflich und dann immer härter, weil ich dann sagte, ich muss sofort nach Berlin. Und dann haben alle, also egal ob jetzt solidarische Leute oder die alte Riege, gesagt, es geht überhaupt nicht. Morgen hat der Präsident eine große Sache gestartet, Einladung mit allem drum und dran. Und dann habe ich gesagt, das mag ja alles sein, aber mein Platz ist jetzt in Berlin, ich bleibe nicht hier. Und ich komme wieder. Das hat mir aber kein Mensch geglaubt. Das haben sie auch später zugegeben, dass man nicht geglaubt hat. Ja, und dann gab es also richtig eine Summe von Schikanen. Und dann sind wir, haben wir kein Überflugerlaubnis bekommen. Wir hatten ja eine Militärmaschine dabei, der Bundesluftwaffe. Da musste man dann über die ganze Ostsee außen rum nach Hamburg fliegen. Mhm. In Hamburg war dann glücklicherweise die amerikanische Botschaft bereit, uns seine Maschine, der konnte ja, die sind ja mit der Maschine nach Berlin geflogen, haben mich dann nach Berlin gebracht und dann in Berlin bin ich dann in eine total absurde Situation geraten. Ich landete in Tempelhof und wurde dann mit Blaulicht und großem Trara zu einer Kundgebung gefahren, aber niemand hat mir gesagt, dass es zwei Kundgebungen gibt. Die rot-grüne Koalition hat am Rathaus eine Kundgebung gehabt, am Schöneberger Rathaus. Und die CDU, die waren völlig da zerstritten, hat an der Gedächtniskirche eine Kundgebung eingeladen. Da waren natürlich schon viele Ostberliner. Und die an der Gedächtniskirche waren auch viel früher, da, viel, viel mehr Leute, das waren über 100.000. Von der wusste ich auf dem Weg gar nichts. Ich habe erst im Rathaus erfahren, dass das ist. Naja, und als wir dann auf den Balkon kamen, bin ich mit der Ohren betäubend Gebrüll begrüßt worden. Alle die versammelte Linke mit allem, was dazugehört hat, da geschrien und gepfiffen und gemacht. Und dann haben wir, die Bilder gingen auch um die Welt. Die sind um die Welt gegangen, ja. Und die hat vor allem in Amerika kein Mensch verstanden, weil die Leute ein ganz anderes Bild hatten. Die haben gemeint, die Deutschen freuen sich. Und mir haben sie auch eine gewisse Mittäterschaft zugemessen an diesem Tag. Und naja, dann haben wir das also absolviert. Aber die eigentliche, vielleicht die Schicksalsstunde, war dennoch in dem Augenblick. Mhm. Während wir auf dem Balkon standen, Willy Brandt hat geredet, Hans-Dietrich Genscher hat geredet, der damalige Bürgermeister Mumba hat jenes Satz gesagt, den er bis an sein Lebensende bereut. Wir sind nicht für Wiedervereinigung, sondern wir freuen uns auf das Wiedersehen. So ungefähr war es formuliert. Mhm. Und während ich da war, rief Gorbatschow in Bonn an. Und da war die Frage aufgetaucht, das hat ja jetzt eine große Rolle gespielt bei den Debatten der letzten Tage auch in Berlin. Da war natürlich aus dem Stasi, aus dem harten Kern der SED-Führung und vor allem aus dem KGB der Versuch unternommen worden, das wird man nie genau verifizieren, wer das alles war, Gorbatschow beizubringen, wenn du jetzt nicht handelst,
passiert, ich sage es jetzt mal so formuliert, das gleiche wie 1953, es wird über 17. Juni. Es wird Übergriffe geben auf sowjetische Einheiten, auf sowjetische Soldaten, sowjetische Einrichtungen. Und man wollte ihnen dazu veranlassen, wenn sie so wollen, Panzer rauszulassen. Ja. Man kann sich leicht vorstellen, die Geschichte hätte einen total anderen Verlauf genommen. Es wäre, wenn die Russen gekommen wären, die Sowjets gekommen wären, wie damals an den Checkpoint Charlie mit Soldaten, hätte sich herausgestellt, dass die andere Seite, die amerikanische Seite, sich auf Jalta besinnt und dass das die Demarkationslinie Ost und West war. Aber Michail Gorbatschow hat dann, als meine Botschaft zurücklief, und das war die Vorgeschichte, deswegen ist es wichtig, ob man Vertrauen hat, klar entschieden, er glaube das, mir, und was dann nicht später fuhr, auch Willy Brandt auf andere Weise, auch als Nachricht dorthin gegeben hat, hat uns geglaubt, nicht dem KGB. Die Panzer sind in den Kasernen geblieben und damit war die Sache entschieden. Als klar war, dass die Sowjets nicht eingreifen, war für mich schon klar, dass der Tag danach niemals mehr der Tag sein wird, wie am Tag vor dem Ereignis. Dass sich die Dinge dann so dramatisch im Tempo beschleunigen, das war auch so nicht ganz klar. Für mich war eigentlich die Entscheidung, jetzt ist die Uhr abgelaufen in Dresden. Ich bin ja damals nach Dresden gegangen, um mich mit Motro zu treffen. Und wie die Maschine auf dem Dresdner Flugplatz landete, ich war noch nicht auf dem Boden. Ich war auf der untersten Stufe noch gestanden, habe ich bei diesem Bild mich rumgedreht und zu dem hinter mir stehenden Bundesminister Rudi Seiders gesagt, Rudi Seiders, weiß ich noch, wie die Sache ist gelaufen, dass der Flugplatz, das Gebäude voller Fahnen hing und die Straße dann rein und in die Stadt. Und damit war überhaupt nicht zu rechnen. Und das waren, das müssten ja, da waren Schulkinder gestanden. Also wirklich müssen die Lehrer mitgemacht haben, kleine Kinder mit ihren Klassen. Und dann sind wir, nach unseren Besprechungen war eine Pressekonferenz und da war das schon praktisch überhaupt, waren Tausende, Abertausende, überhaupt kein Fortkommen mehr. Und das war, wenn ich so sagen darf, das war wohl die schwierigste Rede meines Lebens. Mhm. Und zwar auf der einen Seite meine innere Situation, und auf der anderen Seite das Wissen, dass weit über 100 Fernsehstationen der Welt da waren. Und dass es nicht nur darauf ankam, was ich sagte, sondern ich nicht wusste, wie reagieren die Leute. Und wissen Sie, bei der Gelegenheit ist. Sind Sie denn vorbereitet gewesen auf irgendwelche Reaktionen? Und es war völlig klar, das wird ein Weltereignis. Und dann haben wir schlicht Angst gehabt darum, ob nun in diesem Überschwang der Gefühle da eine Tendenz sich optisch zeigt, die natürlich in Paris und anderswo wieder das Gefühl hervorruft, so sind sie die Deutschen. Sie haben sich nicht geändert. Und das war schon richtig naiv, muss ich sagen, was wir dann als Vorsorge getroffen haben. Und dann habe ich also gesagt, ich bin sehr schlecht zum Vorsingen geeignet. Wenn das uns aus den Händen läuft und beispielsweise das Deutschlandlied angestimmt wird, mit der ersten Strophe, weil wir dafür schon davon ausgegangen sind, die Leute wussten ja in Dresden nicht, wie die Chancen waren. Ich bin allerdings auch von der irischen Weine ausgegangen, dass die Mehrheit der Leute das Deutschlandlied noch kannten. Ich kannte es ja gar nicht. Das ist eine der Teilungsergebnisse ja auch gewesen. Und dann haben wir also beim Generalvikar, einer ganz katholischen Diözese, habe ich einen meiner Mitarbeiter hingeschickt, er soll uns einen Kantor schicken, einen richtigen Kantor, der in der Kirche singt auch, also mit einer entsprechenden Stimme. Der kam auch. Und dann habe ich zu dem gesagt, wir standen auf so einer Podest, ganz kleine Fläche, wenn ich zum Schluss komme, dann, ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn die Sache so läuft, dann stimmen Sie
das Lied an und danket alle Gott. So haben wir uns das vorgestellt. Und dann kam es ganz anders. Während ich zum Ende redete, ist eine ältere Frau diese Treppe hochgeklettert, das war der Leiter, hat mich dann von hinten, man sieht es ja im Film, umarmt und geküsst und geweint. Und es ging aber alles dann über den Lautsprecher, was sie sagte. Da war die Sache zu Ende und dann brach ein ungeheurer Beifall los. Aber auch die SED-Kavalkade hat auch Kontra geschrien. Und so ist die Kundgebung zu einem, dank dieser alten Frau und ohne die Sangskunst des Kantors zu Ende gekommen. Auch das war natürlich ein Denkfehler, denn es war auch ziemlich sicher, dass die über 100.000 Leute nur sehr bedingt das alte, wunderschöne Chorallied Nun danket alle Gott kannten. Hätten sie auch nicht mehr gekannt. Aber so war eben die Vorstellung, die gleiche deutsche Sprache, die gleiche Kultur, aber da war schon ziemlich klar, wie weit wir uns auseinandergelebt hatten. Ja. Ja, diese Bilder gingen um die Welt damals aus Dresden und sie sind natürlich argwöhnisch überall beobachtet worden. Überhaupt die Positionen der westlichen Alliierten, die über viele Jahrzehnte doch die deutsche Position zur Wiedervereinigung immer bestätigt haben, die müssen ja doch sehr merkwürdig für sie gewesen sein. Ich meine, ich denke an François Mitterrand, einen so engen Freund von Ihnen, und plötzlich kommen so zwiespältige Töne. Woran lag das? Ja, das lag natürlich schon auch. Ich habe ja über die Verhältnisse in Westdeutschland berichtet, also in der Bundesrepublik. Es war schon so eine Grundstimmung da. Und im Deutschlandvertrag haben alle das Bekenntnis zur deutschen Einheit unterschrieben. Aber so ein bisschen in der Erwartung, wissen Sie, das ist ganz viel später. So wie im Privatleben manch einer einen Erbbauvertrag unterschreibt mit seiner Frau. Und dann gucken die sich an und sagen, in 99 Jahren. Also, was ficht uns das in diesem Augenblick an? Und diese Grundhaltung war da. Die hatten nicht die Amerikaner, ich muss sagen, die hatten nicht die beiden Präsidenten Reagan und der Präsident Bush. Mhm. Die amerikanische Administration, nicht zuletzt auch das Außenamt, das war zum Teil da schon sehr anders auch durchsetzt. In Europa kann man, ohne jemand zu nahe zu treten, also in Westeuropa, unsere Alliierten und Freunde in Westeuropa, gab es nur einen, der ohne Wenn und Aber das Thema deutsche Einheit immer wieder so, das war Felipe González. Das war derjenige, der immer gesagt hat, aus seiner Lebensphilosophie, politischen Philosophie, wenn die Deutschen das wollen, man kann ein Land nicht trennen. Aber dann gab es halt enorme Unterschiede. Da gab es zunächst einmal, das muss man natürlich fairerweise sagen, in der Zeit lebte eine ganze Generation, war in der politischen Verantwortung, die die volle Wucht der Nazi-Ergebnisse, Kriege erlebt hat. Der Giulio Andreotti sagte damals in Rom, der Pangermanismus steht wieder. Natürlich müssen Sie das immer sehen, auch im Blick auf die Südtirol-Frage, unvergleichbare. In Wien gab es Leute, die waren eigentlich so weit entfernt, nicht von dem Gedanken, wenn neben den beiden deutschen freidemokratischen Republiken eine dritte hinzukommen würde, wäre das mit der Bund sowieso als wieder sich zur großen Bundesrepublik leichter zu machen. In Paris war sicherlich die Diskrepanz am größten. Aus seiner Überzeugung, auch aus seiner persönlichen Beziehung zu mir, aber vor allem aus seiner Überzeugung der Freiheitsidee, war natürlich François Mitterrand ein Mann, der für die Einheit sein musste. Aber er traf natürlich mit seiner Meinung voll auf die sogenannte politische Klasse. Und wenn Sie natürlich im Quai d'Orsay sitzen, Jahrzehnte um Jahrzehnte, und es war immerhin noch Leute unterwegs, die 1947, also so nicht vor Urzeiten, 47, das linke Rheinufer diskutiert haben, als zu Frankreich gehören, bis Koblenz, dann kann man sich vorstellen, und die Teilung und nie wieder an der Ostgrenze Frankreichs eine Aufmarschklassie und alles, da kann man sich sehr wohl vorstellen, wie das gewirkt hat. Die Erinnerung war ganz lebendig. Die Erinnerung war ganz lebendig in den Niederlanden.
wo ja nun im Namen Deutschlands besondere Gräuel verübt wurde. Und die niederländische Regierung war damals sicherlich die mit Abstand skeptischste der direkten Nachbarn. Und da war Großbritannien. Und für Margaret Thatcher war das eben ein unfasslicher Vorgang. Sozusagen, jetzt haben wir das doch gerade geordnet. Die Deutschen sind zwar nach Einwohnern etwas stärker, nach Wirtschaftskraft etwas stärker, aber wir, Großbritannien, sind Atommacht. Wir sind Mitglied des Weltsicherheitsrats. Also trotz allem sind die Deutschen die minderen Brüder. Und jetzt kommt ein Sturm und fegt das alles durcheinander. Das hat natürlich schon dazu geführt, dass sehr viel Skepsis da war. Man kann auch sagen, Furcht. Es war ein weit gebrauchtes Zitat. Ist es wieder so, dass die Deutschen jetzt alles aufgeben? Westbindung, NATO, also die Deutschen immer die Bundesrepublik. Ganze Neutralitätsdiskussion kam. Die EU. Neutralisieren sie sich wieder? Und gehen sie nach Osten. All diese uralten Ideen sind da wieder rausgekommen. Die Sonne geht im Osten auf, war so ein Zitat aus der 20er Jahre, was plötzlich da war. Und das Ergebnis war dann natürlich so verstärkt worden, das muss ich einräumen, wegen meiner Rede im Bundestag mit den 10 Punkten. Es war ja nach dem Fall der Mauer eine ganz diffuse Situation entstanden. Wie geht's eigentlich weiter? Und die Entwicklung in der DDR war ja auch entsprechend, der Wechsel im Amt des Generalsekretärs und des Chefs des Unternehmens, von Honecker weg auf Grenz und Motrow als Ministerpräsident. Und in dieser Situation war für mich ganz klar, muss ich sozusagen ein Signal setzen. Und mein Problem war, das war übrigens häufig in der Politik so als Bundeskanzler, das wird auch jedem Kanzler in der Zukunft genauso gehen, vielleicht noch mehr, dass so wie die politischen Verhältnisse sind und die Medienverhältnisse, oder wie Sie es nennen wollen, sehr praktisch in Bonn wie jetzt in Berlin, kamen drei gescheite Gedanken aufs Papier bringen, ohne dass das gleich eine Stunde später in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Und deswegen haben wir dieses Thema mit den 10 Punkten im kleinsten Kreis noch beraten. Und es ist dann in einem Wochenende, wie es ja auch bekannt ist, bei mir zu Hause endgültig abgefasst worden. Und das ist auch der Grund, warum es meine Frau dort getippt hat. Es war also gar keine besondere Absicht. Und das gab also ziemlichen Ärger beim Koalitionspartner. Da würde ich gerne mal nachhaken. Warum? Ich meine, Hans-Dietrich Genscher war nicht nur Ihr Koalitionspartner, er war ja doch auch, so sagte man, Ihr Freund. Warum haben Sie nicht zumindest ihn eingeweiht? Haben Sie Angst gehabt, dass es dann zu früh bekannt werden würde, weil die Publizitätsneigung von Hans-Dietrich Genscher vielleicht etwas ausgeprägter ist? Ich glaube, das gilt nicht nur für Hans-Dietrich Genscher, das gilt für alle, auch Sie aus meiner eigenen Partei. Sie müssen ja bedenken, es war so eine ungeheure Sache, die wir da gemacht haben, dass ich nicht sicher war, wenn wir das in der Diskussion weiterbringen, dass das vorangeht. Zumal es ja Ratschläge schon bevor der Text überhaupt da war, aber also man ahnt, es kommt etwas, sofort die Forderung von verschiedener Seite kam. Das kann man kann jetzt nur ein Wort sagen, wenn man das mit den Alliierten abstimmt. Und das habe ich radikal abgelehnt. Und als ich, und François Mitterrand war sehr eingeschnappt, aber das ist jetzt freundlich ausgedrückt, indigniert, in hohem Maße. Und er hat mich auch gar nicht direkt angesprochen. Ich habe bloß gemerkt, dass er beleidigt war. Er ist ja frankreich angegriffen worden. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, es gibt Sachen, da kann der deutsche Bundeskanzler nicht um Erlaubnis fragen. Das ist eine Schicksalsfrage der Deutschen, nur der Deutschen. Zumal das, was wir wollen, was ich will, ja immer wieder von euch allen mit unterstützt wurde. Aber es ist keine Frage, das war dann, schleppte sich dann von diesem Tag aus hin bis zu der Sitzung der EU in Straßburg. Das war dann in der. Darf ich vielleicht vorher nochmal nachhaken, weil es ist ganz interessant, dass in dieser Reihe hier der Zeugen des Jahrhunderts Hans-Dietrich Genscher uns gesagt hat, in anderen Fällen wäre das sicherlich eine Koalitionsfrage gewesen, in so einem wichtigen Punkt nicht informiert zu werden. Haben Sie sowas auch bewusst riskiert, dass Sie den Koalitionspartner brüskieren? Nein, mir ging es überhaupt nicht darum, Hans-Dietrich Genscher zu brüskieren, das ganz gewiss nicht. Und das, ich habe ehrlich gesagt da nicht viel darüber nachgedacht, denn ich war überzeugt, dass das, was ich
Mache richtig war. Es gibt Situationen, da müssen Sie springen. Das war beim NATO-Doppelbeschluss und so gab es noch eine ganze Reihe. Später bei der Einführung der D-Mark in den neuen Ländern, noch später können Sie den Euro nehmen. Es gibt eine ganze Menge solcher Lebenserfahrungen bei mir. Und ich wollte niemanden riskieren. Gorbatschow zum Beispiel haben Sie ja auch brüskiert. Ja, natürlich. Hat in seinem Buch es geschrieben, hat es jetzt nochmal gesagt, in Berlin wieder, da sei er sehr verärgert gewesen. Ja, weil Sie ihm vorher versprochen hätten, Sie würden nichts unabgestimmt tun. Ja, ist das richtig? Das ist absolut richtig, aber nach meiner Überlegung kam ich zu dem Ergebnis, wenn ich Gorbatschow verständige, muss ich die Westalliierten verständigen. Und dann hätte ich ja gewusst, wie wir eine Diskussion gehabt hätten. Wir hätten dann tagelang eine Diskussion, sollen wir, können wir, dürfen wir. Jetzt wissen Sie, das war einfach die Vorstellung, man muss jetzt man muss auf die andere Seite des Ufers kommen. Und das war überhaupt ja im Nachhinein mein Bild. Das war so, als wenn Sie vor einem Hochmoor stehen, wissen, da ist ein Knüppeldamm, aber Sie sehen sie nicht. Das Wasser drüber, nicht viel, aber Sie sehen es nicht. Und tasten sich Schritt für Schritt rüber und kommen dann mit Gottes Hilfe auf der anderen Seite an. Aber Sie wissen nicht, ob Sie unterwegs nicht absinken. Und so war das schon. Und das war eine ganz, eine sehr schwierige Stimmungslage. Und die hat sich dann richtig entladen in einem EU-Gipfel in Straßburg. Das war dann in der zweiten Dezemberhälfte, 89, vor Weihnachten. Eine unglaubliche Kälte in der Stimmung war, was wir so untereinander nie hatten. François Mitterrand war der Vorsitzende und hat sich bemüht, es noch zurückzuhalten. Aber andere haben dann so ganz harsch reagiert. Immer unter dem Verdacht, die lassen sich jetzt neutralisieren. Und in der Nacht ist ja auch dieses Zitat gefallen, hinter meinem Rücken, nicht während der amtlichen Sitzung, als dann Margaret Thatcher, wir muss schon sagen, herauszichte zu einem anderen, zweimal haben wir sie geschlagen, jetzt sind sie wieder da. Aber Sie haben es gehört. Ja, natürlich haben Sie es gehört. Und das ist, wissen Sie, das war genau die Stimmung. Sie war die Ehrlichste. Andere haben, nicht alle, aber andere haben ähnlich gedacht. Und es war ein Prozess, der noch nicht zu Ende war. Aber es war in den einzelnen Ländern auch ganz unterschiedlich. Auch in Frankreich. Gab in Frankreich jemand wie Jacques Delors beispielsweise. Der war auf seiner europäischen Überzeugung immer der Meinung, nur ein geeintes Deutschland wird ein geeintes Europa verbringen. Und das hat allerdings sonst rascher als alle anderen Mitterrand begriffen. Nämlich, wenn jetzt die deutsche Einheit kommt, ist das sozusagen der Turbo, um die europäische Einigung voranzubringen, mit dem Argument, auch sicherlich innerfranzösisch gedacht, dann haben wir die Deutschen eingebunden. Sie haben ihm ja in diesem Zeitraum einen Brief geschrieben und da ging es um die Währungsunion. Kann man es so vereinfacht sagen, dass der Euro, die schnelle Einführung des Euro, nicht der Euro, die schnelle Einführung des Euro, auch ein Stück Preis für Frankreich war? Das Wort Preis ist falsch. Das ist ganz sicher falsch. Das alles war ganz klar nur erfolgreich für die Zukunft, wenn wir nicht zurückkehren zu den alten Vorstellungen des Nationalstaats, hier die Franzosen, hier die Deutschen. Und die Europäische Gemeinschaft sich weiterentwickelt zu einer Europäischen Union. Und zur Europäischen Union, darüber haben wir oft früher gesprochen als vor diesem Zeitpunkt, aber nicht geglaubt, dass es jetzt soweit ist, brauchte die Währung als ein entscheidendes Band. Denn mit der Einführung des Euro ist der Prozess beim Haus Europa, Bau des Hauses Europa, irreversibel geworden. Es gibt kein Zurück mehr. Aber die Frage war ja, ist der Euro sozusagen beschleunigt worden? Ja, eindeutig. Das wäre nicht so schnell gekommen. Der ganze Prozess, der Hausbau sozusagen, enorm beschleunigt worden. Hausbau Europa. Mhm. Weil viele, die Benelux-Länder beispielsweise, unsere direkten Nachbarn, die Luxemburger, die Belgier, die Niederländer, die Franzosen habe ich genannt, vor allem aber auch die Italiener, sagten, jetzt sind das, ich sage es mal so ganz einfach, das sind jetzt 80 Millionen. Das ist mit Abstand das bevölkerungsstärkste Land Europas. Das sind die Deutschen, sind am besten organisiert. Die werden stärker. Die Vorstellung, dass man durch die deutsche Einheit schwächer wird, das gab es nur idiotischerweise unter Deutschen. Dass diese Investitionen uns im Moment
Schwächen, etwa bei bestimmten Bereichen, im Augenblick ja, aber dass die viel stärker werden, das hat Mitterrand ja in die klassische Formel gebracht. Die Deutschen haben jetzt ein Problem in der deutschen Einheit, ökonomischen Fragen, aber danach wörtlich, O-Ton, François Mitterrand, danach werden sie stärker sein als je zuvor. Und dies ist der Satz, den viele dachten, und dann war es doch ganz naheliegend, dann lasst sie sozusagen so umarmen, dass sie, dass wir alle im gleichen Bett liegen. Ja. Kehren wir jetzt nochmal von diesen internationalen Aspekten zurück, wieder auf die Situation damals in der DDR. Der Slogan bei den Demonstrationen änderte sich von Wir sind das Volk zu Wir sind ein Volk. Auf der anderen Seite, neben diesen Demonstrationen, gab es immer mehr Übersiedler. Also Anfang des Jahres 90 waren es etwa 2000 jeden Tag. Und Sie haben damals im Kabinett Mitte Januar gesagt, um die beiden deutschen Staaten einander anzugleichen, seien Opfer in einer Größenordnung erforderlich wie der Lastenausgleich nach dem Krieg. Viele haben Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie dieses nicht öffentlich genug gesagt haben. Das heißt, dass Sie nicht öffentlich auch genügend Opfer eingefordert haben. Wie sehen Sie das denn heute? Zunächst muss ich natürlich sagen, in der Zeit, die dann folgte, war ja dann die erste freie Wahl in der DDR, die Volkskammerwahl, mit dem Ergebnis, dass de Maizière Ministerpräsident wurde. Und wenn man also über Geld redet, darf man nicht vergessen, was ja dauernd heute verschwiegen wird, dass damals die Meinung war, wenn die deutsche Einheit vollendet ist, bleibt ein gewaltiger Batzen Geld übrig. Es war ja dann eine Diskussion im Sommer 1900, also vor dem eigentlichen Prozess der deutschen Einheit, vor dem Tag der Wiedervereinigung der Einheit am 3. Oktober, in den Diskussionen etwa im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU, Regierung de Maizière, das dort aufgenommen wurde. Ich sage es jetzt einmal verkürzt formuliert, wenn also die deutsche Einheit vollendet ist, da bleibt eine Summe X übrig und die darf aber auf keinen Fall dann in die gemeinsame Kasse gehen und verbraten werden für die Leute aus Aachen oder Ludwigshafen. Dieses Geld kommt nur zugut den Deutschen aus der DDR. Also Ihr Resümee ist nach wie vor, dass ein Appell für Opfer für die Einheit damals auch gar nicht auf fruchtbaren Boden gefallen wäre? Nein, ich halte das für eine große Heuchelei. Denn es gab ja genug Gelegenheit, damals wie auch später Opfer zu bringen. Es gab ja genug Gelegenheit, was zu sagen. Und die Propheten des Opferbringens, das sind ja immer Leute, die selber gar keine Opfer bringen. Und wir haben ja nun, der deutsche Steuerzahler hat ja schließlich eine Menge gemacht, also der westdeutsche Steuerzahler. Ich glaube auch überhaupt, dass ungeheuer viel geschehen ist. Und wir haben uns ja auf einen Weg begeben, wo große Risiken drin waren. Ökonomisch, das ist ganz anders gelaufen, wie ich hoffte. Das war, dass ich natürlich nicht damit gerechnet habe, dass die Sowjetunion zusammenbricht. Und ich war im Sommer 1990, als sich die Lage der DDR-Wirtschaft vor der deutschen Einheit deutlicher abzeichnete, war mir klar, dass wir die Betriebe der DDR, die im Rahmen des Warschauer Pakts, des sogenannten Comecon, eingebunden waren, vor allem in die Sowjetwirtschaft, dass diese Betriebe nicht existieren können auf dem Weltmarkt, weil sie überhaupt nicht auf dem Weltmarkt mit ihren Produkten eingerichtet waren. Vor allem die vielen großen Betriebe, die man in der DDR, die Kombinate gegründet hatte. Und da war meine Idee, und das haben wir alle zusammen gearbeitet, dass wir mit der Sowjetunion zu einer Regelung kommen, da die kein Geld hatte, dass wir über Herbesbürgschaften für ein paar Jahre den bisherigen Warenhandel aufrechterhalten, bis sich die Betriebe in der DDR umfunktioniert hatten auf Weltmarktmaßstäbe, auf Produkte, die man auch im Westen absetzen kann. Aber Sie waren dann natürlich gleich auch durch die 1:1 Umtausch sehr viel teurer und nicht kriegt. Aber der eigentliche Punkt, das war aber nicht unser Problem. Das war auch ein Problem. Das eigentliche Problem war, dass ich im Sommer 1991 noch mit Gorbatschow in Kiew genau dieses, was ich eben sagte, vereinbart habe. Beim Weggehen, ich jedoch sagte, damals haben wir uns geduzt dann, was ist denn an dem Gericht, dass bei euch ein Putsch stattfindet? Und dann lacht er über das ganze Gesicht und sagte, die putschen nie. Drei Wochen später war der Putsch
Und 5, 6 Monate später gab es keine Sowjetunion mehr. Und über Nacht ist die Produktionsabsatzchance für weite Teile der industriellen Fertigung in der damaligen DDR, inzwischen jetzt neue Länder, zusammengebrochen. Der Punkt, die flühende Landschaft hat gar auch dort seinen Einbruch erlebt, weil die Möglichkeit nicht gegeben war, wie bisher wenigstens 3, 4 Jahre die Produktion aufrechtzuerhalten und neue Produktion aufzulegen. Wenn man ehrlich ist, muss man nicht noch was dazu sagen, es sind viele aus Westdeutschland gekommen und haben geholfen. Unglaublich positiv ist es geschehen. Aber es gab auch im Bereich der Wirtschaft Leute, die haben nur mal vor allem geguckt, wenn dieser Betrieb jetzt auch noch kommt auf den Weltmarkt, auch noch in den Export kommt, dann wird es für unsere Lage nicht besser. Und da gab es auch Leute, die waren nicht nur daran interessiert, sondern haben auch gelegentlich an Stellschrauben gedreht, damit Betriebe nicht in die Zukunft kamen, sondern aufhören mussten. Das gehört zu der bitteren Erfahrungsseite. Gehen wir nochmal zum politischen Prozess der Einheit zurück. Zwei zentrale Besuche von Ihnen gab es damals in Moskau, der zweite dann nachher, der im Kaukasus endete. Und es hat sich ja eigentlich Gorbatschow erstaunlich kompromissbereit gezeigt. Also er hat eigentlich immer mehr gegeben, als wahrscheinlich Sie auch vorher erwartet hatten. Wo lag denn die Hauptmotivation? Hat er die DDR abgeschrieben und hat gesagt, jetzt will ich wenigstens noch dann etwas, wenn schon Einheit sozusagen, dann will ich etwas dafür erreichen. Es ging ja auch um viel Geld. War es seine Überzeugung? Wie ist das in diesen beiden, bei diesen beiden Schlüsselbesuchen? Beim einen hat er Ihnen ja gesagt, die Deutschen müssen selbst entscheiden. Und beim zweiten hat er sogar die NATO-Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschland akzeptiert. Also ich glaube, bei ihm war ganz klar die Erkenntnis da. Das macht ja auch seine Größe und seine Weitsicht aus. Dass er sehr rasch begriffen hat in dem Prozess, dass altes Denken, ich bleibe jetzt in seiner Sprache, nicht mehr sinnvoll ist, sondern dass neues Denken angebracht ist. Und wir haben ja offen darüber gesprochen und für ihn war ganz wichtig, wenn jetzt die deutsche Einheit nicht aufzuhalten ist, das hat er gewusst, das hat ihm Bush gesagt, ganz klar. Er wusste ja auch, dass die Amerikaner alles tun in diese Richtung. Dann ist es besser, es mit den Deutschen zu tun, als gegen die Deutschen. Und das hat sich ja auch ausgezahlt. Hätte das alles noch am Geld scheitern können? Ich erinnere an das Ende der 2+4 Verhandlungen, als es einen doch wohl relativ dramatischen Telefonanruf gab von Gorbatschow, wo er gesagt hat, das, was wir sozusagen an Geld verabredet haben, es ging um 8 Milliarden, das reicht nicht aus. Er war innenpolitisch unter Druck und hatte gesagt, es müssen 18 werden. Sie haben dann ja zum Schluss praktisch nachgegeben. Ja, weil ich das der Meinung war, und da bleibe ich auch weiterhin, in einer so historischen Stunde ist zwar Geld wichtig, aber Geld nicht alles. Wenn das Tor zugefallen wäre und es war kein Tor, das auf lange Zeit geöffnet war, wäre das alles sehr viel teurer geworden. Wenn ich mir überhaupt, das war immer meine Rede, meine Überlegung, wenn ich überlege, was wir zur Zeit des Kalten Krieges in Rüstungsprojekte gesteckt haben, dann ist das eine relativ geringe Summe. Und es war eine Summe, die den Frieden garantiert hat. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Voraussetzung für den Frieden in dem jetzt neu begonnenen Jahrhundert, im 21. Jahrhundert. Und deswegen habe ich über diese Frage eigentlich nie mir Gedanken gemacht, in dem Sinne, kann man sich das erlauben oder nicht. Alles, was mit Schießen zusammenhängt, wird sehr viel teurer als das, was wir gemacht haben. Nun hat es noch ein Thema gegeben, das im Westen wie im Osten für Irritationen gesorgt hat, das Thema der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Es hat ja ein, Sie sind in Camp David gewesen und wie man jetzt gehört hat, hat es eine Situation gegeben, auch mit den amerikanischen Verbündeten, die Ihnen ja in allem praktisch gefolgt sind, wo Sie ultimativ offensichtlich aufgefordert haben, doch nun endlich das erlösende Wort zu sprechen. Und Sie haben gesagt, wenn ich es mache, trete ich zurück. Ist das richtig? Ja. Richtig ist, dass natürlich die Oder-Neiße-Frage für die Deutschen nicht irgendeine Frage war und ist. Und wir hatten ja nun Jahrzehnte hindurch die Position bezogen, lange Zeit wir alle, dann jedenfalls die Unionsparteien vor allem, die Abtrennung des, die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze
muss ein Friedensvertrag geschehen, kann nicht vorweggenommen werden. Die de facto Regelung nach der Potsdamer Konferenz ist nicht gleichzustellen mit der völkerrechtlichen Gegebenheit. Der Bundesverfassungsgericht hat in einem sehr wichtigen Spruch im Prozess dies bestätigt, diese Meinung. Und wir standen dann, ich vor allem auch, jetzt gehe ich mal sehr stark auch auf die innerparteiliche Situation, auch unsere Wähler, also Unionswähler, vor der Situation, dass ich jahrelang ja selbst das alles so vertreten habe und jetzt dann plötzlich die Tür reinkommen konnte und sagte, das war alles dummes Gerede, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Und da war ja die Alternative, die hatten ja gesagt, ein Friedensvertrag. Und dieses Gespenst zog ja dann auf. Es gab ja aus den Niederlanden anderswo, auch unterstützt von London, plötzlich die Idee, es muss eine Friedenskonferenz am Ende von statt 2+4 eine Friedenskonferenz stehen. Das wäre eine schlichte Katastrophe geworden. Aber wir hatten auch ich mein Wort gegeben in dieser Sache. Und bei meinem ersten Treffen mit Masojewski, das war dann an der Oder, ich glaube, das war im Januar, habe ich ihm gesagt, weil wir ja auf der Oder-Neiße-Grenze standen, wenn die deutsche Einheit, wie es sich dann abzeichnet, kommt, werde ich alles tun, um die Oder-Neiße-Grenze völkerrechtlich richtig in aller Form anzuerkennen. Aber ich kann es nicht jetzt. Es gibt eine innenpolitisch katastrophale Situation, auch für mich, aber ich verspreche es Ihnen. Und wenn Sie mich fragen, halte ich das für eine meiner größten Leistungen in meinem politischen Leben, dass die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze dann im Deutschen Bundestag mit ganz wenigen, ich glaube es war knapp über 10 Gegenstimmen, bei der Bedeutung Anerkennung des Verlustes eines Drittels des Reichsgebiets mit vielen Millionen unmittelbar betroffenen Flüchtlingen und Vertriebenen akzeptiert wurde. Es ist uns damit erspart worden, ein bitterer innenpolitischer Krieg. Wir haben dann schon eine Debatte gehabt, die zu dem härtesten gehört, was wir in der Geschichte der Unionsfraktion hatten, indem ich, das gebe ich zu, nicht frei von Demagogie unseren in die Fraktion hineingesagt habe, wenn man diese Meinung vertritt und sagt, das können wir jetzt nicht machen, der Vorlage kann ich nicht zustimmen, dann muss man hier aber klar und deutlich auch sagen, das bedeutet, dass die deutsche Einheit nicht kommt und dass wir 17 Millionen Deutschen die Chance verwehren, in einem freien, geeinten Deutschland zu leben. Am 3. Oktober 1990 dann hier am Brandenburger Tor und ein Stück weiter am Reichstag, das waren sicherlich bewegende Stunden, vielleicht die bewegendsten Ihres politischen Lebens. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Was war beinahe zum Teil wie im Trance. Vielleicht ist es nicht gut ausgedrückt. Es war so außerhalb dessen, was man rechnen konnte. Und als dann die Fahne hochstieg und das Deutschlandlied kam, das war an einem Platz, wo man, wenn man ein bisschen geschichtsbewusst war, wusste, hier hat Scheidemann ein paar Meter entfernt die Republik ausgerufen. Das Jahrhundert hat sich hier vor Ort mitentschieden. Im Reichstag war das Ermächtigungsgesetz verabschiedet worden, was Hitler eine ungeheure Macht gegeben hat, was er zum Untergang unseres Landes dann missbraucht hat. Das ist übermächtig, das ist schwer nachzuvollziehen. Schwer nachzuvollziehen. In der Nacht, morgens um 4, rief Felipe González an und sagte, weißt du, ich sitze hier, habe die Fernsehnachrichten gesehen und jetzt trinke ich eine Flasche auf euren dein Wohl. Wenn Sie, Herr Dr. Kohl, da ein Resümee ziehen, ist es letzten Endes so, dass die europäische Einheit, die ja doch Ihr Lebenstraum gewesen ist, durch die deutsche Einheit, die mir unverhofft so schnell passiert ist, doch erheblich beschleunigt worden ist. Ja, absolut. Ich habe den Satz oft gesagt, den ich als Junger vom alten Adenauer gehört habe. Deutsche Einheit und europäische Einigung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Das ist sehr unerlogisch und es klang auch sehr überzeugend. Also man ja doch im Denken der Menschen zwei verschiedene Dinge.
Das hat sich als absolut richtig erwiesen. Und im Nachhinein, wenn ich das so überlege, und mir jetzt die Station immer noch einmal überlege, was war, Fragen, Antworten und so, dann ist schon mir klar, dass ich in diesen, was weiß ich, 12, 14, 15 Monaten auch ein Tempo in meinem Alltag hatte. Der Tag war immer zu kurz mit 24 Stunden, weil wir unheimlich viel gleichzeitig gemacht haben und machen mussten. Und das hat so verrückt, das klingt auch gleichzeitig geholfen. Es gab praktisch für mich nur eines, nach vorne durch. Und voranmarschieren und andere antreiben. Und es hat aber gleichzeitig ein ganz ungeheures Gefühl der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe mit sich gebracht. Deswegen, wenn ich die ganze Zeit betrachte, habe ich vor allem ein Gefühl, das ist ein Gefühl tiefer Dankbarkeit. Ich konnte es nicht erwarten, dass das in meinem Leben passiert. Wir haben noch einmal Glück gehabt. Wir sind nicht davon gekommen. Wir haben noch was draus gemacht. Und deswegen bin ich voller Optimismus für das neue Jahrhundert. Es wird nach meiner festen Überzeugung das erste Jahrhundert sein, in dem die Deutschen keinen Krieg führen, Frieden haben und Freiheit. Vielen Dank, Herr Dr. Kohl.